Alright Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial-Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Rotom finden und fangen könnt. Wie immer, falls euch diese kurzen Tutorial-Videos gefallen, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonniert diesen Kanal, falls ihr in Zukunft gar keine Pokémon-Videos mehr verpassen möchtet. Wir sind kurz vor den 1000 Subs, wäre cool, wenn wir dieses Jahr auf jeden Fall die 1000 noch knacken. Kuss geht raus an jeden, der sich entscheidet, da ein Abo dazulassen, beziehungsweise den Abo-Button zu drücken. Alright, so als allererstes benötigen wir überhaupt, dass wir die Top 4 und den Champ aka Cynthia besiegt haben, um Rotom encountern zu können, beziehungsweise den Fernseher ansprechen zu können. Vorher geht das Ganze nämlich nicht. Dann benötigen wir als zweites Kriterium, dass es über 20 Uhr ist, also es ist später als 20 Uhr einfach. Wir haben es aktuell 20.32 Uhr im Game und dann gehen wir nach Ewignau. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Wir fliegen hier nach Ewignau. Ich kann diese Stadt nie aussprechen. Dann gehen wir hier natürlich nach links in den Ewigwald rein. Und im Ewigwald befindet sich ja eine Villa. Und in der Villa ist dann Rotom. So. Sylvana ist hier normalerweise nicht. Sie ist nur hier, nachdem man das Game durchgespielt hat. Dann sagt sie, in der Villa ist was Gruseliges, bla bla bla, hörst du das? Viel Erfolg. Sie haut ab, weil sie natürlich keine Angst hat. So, als nächstes gehen wir dann in die Villa rein, um natürlich Rotom zu encountern. So, in der Villa drin, mein Schutz ist gerade ausgelaufen. Bock dafür. So, in der Villa drin gehen wir hier rein und dann gehen wir hier einmal nach links. Und dann befindet sich hier ein Fernseher und im Fernseher hier selber ist Rotom. Und falls ihr Bock habt, Rotom Shiny zu handeln oder so, immer natürlich vorher speichern. Dann sprechen wir den Fernseher an. Im Fernseher scheint sich ein Pokémon versteckt zu haben. Vielleicht kommt es heraus, wenn du es am Fernseher rüttelst. Versuchst du es? Wir drücken ja, du hast am Fernseher gerüttelt. Und wir hören schon Rotom schreit ein bisschen. Und das war's. So holen wir Rotom. Und so können wir auch Rotom fangen. Relativ simpel. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit helfen, falls er nicht wusste, wie er Rotom freischaltet. Also der Tag ist wirklich scheißegal. Es geht einfach nur darum, dass es später als 20 Uhr ist und natürlich ihr das Game bereits durch habt. Rotom ist Level 15, wie ihr hier auch seht. Das heißt, passt auf jeden Fall auf mit euren Attacken. Ansonsten werft einfach einen Flottball oder was auch immer. Gut, Freunde, wie immer, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonnieren nicht vergessen, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ich bin raus. Peace.